Servus, ein Surfer-Zeiter. Ich bin's im Wald unterwegs, weil ich was zeigen will. Was langs wird's nicht. Aber die Fortsetzung vor allem von dem anderen Vlog. Ich weiß nicht, ob du. Oh, dein Gmutsch, du. Dein Gmutsch, hey. Ich weiß nicht, ob du den Vlog damals angeschaut hast, so ich quasi nachts im Wald war. Also quasi in dem Gebiet da. Ne? Und dann ist das Pfeifen gekommen. Hat irgendwas aus dem Wald gepfiffen, weil ich dann gesagt habe, okay, drehe ich wieder um. Ja. Und genau da bin ich jetzt wieder. Aber am Tag war ich gerade in der Weiden. Also in dem Bereich Weiden, weil ich da was gemacht habe. Ne? Und jetzt sehe ich den Baum der Geister im Wald der Wölfe. Ja, jetzt will ich das schauen, wenn ich da drüber komme. Das ist ein Wichser gemutscht, Alter. Ah, meine Fresse, du! Ja, wird jetzt nicht recht lang. Bin jetzt auch schon da. Ich gehe dann noch was dazu. Und zwar gibt es da einen Baum, ja, auf dem Berg, wo, ja, weiß ich nicht, eigentlich so gar nicht mehr leben darf, aber er tut es, ja. So, meine Herren, der da, ja, es ist halt super, der steht quasi in der vollen. Halt im Sommer ist es voll lauter Blattwerk. Der ist nicht tot. Meine Herren, das ist ein Gmutsch, du. Ja, so, schau ich schon her, du. Schauen wir so da. Krass, hä? Ist die eine Seite. Sieht der am Leben halt. Ne? Der Rest Sommer, da ist quasi gar nichts mehr drin. Schau hier, du. Hä? Der Matterl von 1746 mit so Gesichter drauf. Ja, und dann ist ja der so da. Mach ich bloß ein schnelles Foto mit meinem Handy, dann soll ich dir noch was dazu. Das ist ein bedeutender Berg, wo ich jetzt da bin. Zwischen Weiden und Amberg. Ja, da gingen quasi alte Handelsrouten drüber. Über den Berg von der Bernsteinstraße. Ne? Und da gibt es halt auch Hirsche. Ja, da habe ich auch letztens gerade die Hirsche gesehen. Und gibt quasi so im Manteler Forst gibt es so Wolfsrudelzeichen. Und das ist auch noch das Einzugsgebiet quasi von denen. Ja. Also, ja, nicht schlecht. Und dann gibt es halt auch noch so einen Haufen so Quallen da und so. Und da war ja ich damals nachts unterwegs, weil ich quasi so, ja, Feuersalamander geschaut habe. Oder wollte halt so Quallen schauen. Da gibt es ein paar so Projekte halt, zwecks Zahlung und so. Und dann bin ich da nachts, wollte ich dir das sehen, bin ich quasi nachts, was stock mir auf Finst, hey, geht auf den Weg, pfeift vor mich hin so, hey Alter, und auf einmal pfeift da was zurück. Ja, und ich weiß, dass ich der Einzige gewesen bin da. Weil du musst erst einmal herkommen, da ist ja irgendwie kein Auto nicht. Ne? Und nachts im Wald treibt sich da keiner mehr an. Aha, und wenn da was raus pfeift und du eh schon nicht in deinem Feng Shui bist und zum Baum der Geister gehst, und dann pfeift die Hexe von Blair, Alter. Ja, das ist optimal. Genau, jetzt hast du ihn jedenfalls gesehen. Ich gehe wieder zurück. Einmal jetzt noch, habe jetzt noch zu tun in Hirschau. Und dann vor allem gibt es was zu essen. Wir haben quasi Sonntag früh. Ja, genau. Jetzt schau, dass ich dort den Ficker gemutscht habe, überstehe, dass es mich nicht auf die Fresse haut. Ja, ich war ja gerade drinnen fliegen, weil.
Und deshalb, ich habe da hinwandern müssen und da war quasi so ein betonierter Weg, Alter. Die fette Allee, 1000 Blätteln und ja, halt Eicheln und so. So Eicheln halt. Und fährt da mit ihrer Inline, Alter. Check-Ass-mäßig, weißt du schon. Denke ich mir, das ist echt krass, hey. Aber mein To-Do ist jetzt das hier. Genau, in diesem Sinne, Alter. Let's fetz. Also, tschüss.